Was bei uns in der Berichterstattung zu kurz kommt, ist, dass Menschen oftmals tatsächlich auch Schutz bei Russen suchen. Das ist durchaus auch, was Ukraine betrifft, der Fall. Und es ist ja eine Tatsache nach wie vor, dass Menschen auf der Krim in ihrer absoluten Mehrheit sich eher nach Russland orientieren. Das ist ja nicht irgendwie russische Propaganda. Ganz im Gegenteil. Also 2014 hat zum Beispiel der amerikanische und auch der britische Botschafter haben sich so geäußert, dass sie gesagt haben, die überwiegende Mehrheit der Menschen auf der Krim tendieren nach Russland. Das ist Fakt. So. Und man kann sich eben auch nicht vorstellen, und es wird auch nicht darüber berichtet, dass die Vertriebenen aus Bergkarabach auch eher in Russland Zuflucht suchen. Was mich auch stört, ist diese Katastrophe, die sich gerade abspielt in Bergkarabach. Und zwar nicht erst seit gestern, schon eine ganze Weile, dass Aserbaidschan die einzige Verbindungsstraße zwischen Armenien und Bergkarabach blockiert hat. Das heißt, da kam weder Benzin noch was zu essen noch Medikamente. Die Menschen hatten einfach nichts mehr. Dass das bei uns nicht vorkommt, dass man da nicht sagt, das ist ein brutaler Angriff auf diese Menschen. Bergkarabach entvölkert sich. Die Menschen gehen da raus, weil sie Angst haben vor aserbaidschanischer Rache. Das hatten wir ja auch alles schon mal. Das war ein unglaubliches Gemetzel noch zu sowjetischen Zeiten. Und das kommt nicht vor, sondern wir fokussieren uns auf einen Krieg, der ist brutal. Jeder Krieg ist brutal. Wir haben weder im Jemen so genau hingeguckt wie in der Ukraine, noch tun wir das jetzt in Aserbaidschan. Und es gibt viele Punkte in der Welt, wo wir abstufen, wie wir unsere Empörung, ist das eine, und unser Mitgefühl verteilen. Und ich finde, Moral ist nicht teilbar und das spricht nicht für uns.